So, hallo Menschen, ich bin's wieder, Malkaf, euer Kommentator, und willkommen zurück zu RPGs mit Malkaf. Wieder mal bei Rissen 2, denn ich habe euch ja versprochen, dass wir da weitermachen werden. BZW, wir wollen unbedingt die Titanenwaffe haben. Auf, Moment, wo habe ich denn hier aufgehört? Die Bucht von Marajai, ich weiß jetzt gar nicht, wo mich der Zukunft, der Vergangenheits-Malkaf mich hier rausgelassen hat. Ich weiß nur noch, wir waren eigentlich hier beim Schamanen. Haben das Blute Ahn? Haben wir das? Schauen wir mal, Blut. Jawohl, wo hat er mich jetzt hier rausgelassen? Das. Ah, ja. Gut, da will ich keine Zeit verschwenden, sondern holen wir uns die Titanwaffe BZW. Wir haben ja herausgefunden, dass Garcia hier uns an der Nase herumgeführt hat. Also, dass Corrientes in Wirklichkeit Garcia ist. Was mit Corrientes passiert ist, wurde er entführt, wurde er hinterrücks erdolcht, wurde er ermordet, ich weiß es nicht. Patty, was sagst du dazu, ne? Gar nichts. Okay, also würde ich mal sagen, ich gehe jetzt mal hier in der Dunkelheit. Also ich will hier Fackeln sparen, ne? Obwohl, komm. Will ich mal nicht so sein und will eine Fackel hier. Und sonst kommen ja Zombies, aber das ist ja ein falsches Spiel. So. Huch, da lang. War hier die Feuerwand? War sie hier? Ach, das ist. Oh! Was? Hey! Patty, hilf mir mal! Weg mit dir! Tatsächlich. Hinterhalt auch noch. Na komm! So, und so. Du aber auch, Schätzchen. So, Palomo wird ausgebeutet. Dolch des schwarzen Hundes. Aha, oha. Okay. Egas. Und eine Flinte. Jetzt will ich mal schauen. Ausrüstung, linke Hand. Abgesägte Kaverbüchse, die macht 90 Schaden. Mörserpistole 70, 90, 60, 70, nein. Da halte ich mal natürlich so. So, jetzt bin ich gespannt. Komme ich hier durch Feuerwand gehen? Jawohl. So, ein Schluck von Blut ahnen. Schade, dass ich jetzt nicht rumschwenken kann, dass man sieht. Da gehst du alleine hin. Wie? Das ist nicht fair. Ich brauche erstmal wieder eine Fackel. So. Was haben wir denn hier Feines? Kann ich hier nicht irgendwie. Ah! Freund Ghoul. Ich glaube, ich spinne. Na. So, wird erstmal ausgebeutet. Und die Fackel nehmen wir wieder. Jetzt geht es hier unten weiter. Jene Ratte. So. Was haben wir hier? Hier haben wir. Oh, Schalter. Wo? Ah, hier. Ja, ich würde mal sagen, ich schaue erstmal nach unten. Und haben eine verschlossene Kiste. Na, dann wollen wir mal. So, schauen wir mal. Aha. Aha. Okay. Aha. Ah, verdammt. Okay, also so war schon mal richtig. Dann nach links. Und jetzt durch. Ha! Hab ich doch gesagt, Fangel, genau. Pistolenlauf, Trank des Diebes und Gold. Nehmen wir alles mit. Schauen wir mal, was es hier unten so gibt. Wow! Ach du Scheiße, nein! Da könnte ich Patty gut gebrauchen. Na toll. Jawohl, komm. Noch ein paar kritische Treffer. Aber richtig schön rein zementiert. Nein, nicht du, nicht du. Nein!
Na? Oh. Glück gehabt. Jetzt erstmal Proviant verzehren. Zum Glück habe ich ja noch jede Menge davon. Ein Poképilz. Ein Pokepilz. Eine Ratte, die ich mal hier mitnehme. So, was? Wo? Bin ich etwa? Ja. Okay, zurück. Weil ich will erstmal gucken, was da in diesem einen Raum drin ist. Ne, hier war nur eine Kiste. Vielleicht finde ich ja da drin wertvolle Schätze. Arrr. Nein. Das sieht mir ein bisschen böse aus. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hör auf. Ist nicht wahr. Ich kann Patty... Nein! Wow. Nochmal probieren, verzehren. So, jetzt nochmal hier hoch. Jetzt hier lang und dann... Ja, Tatsache. Patty. Bin wieder da. Gut, komm mit. Oh, halte mal, was gibt's denn eigentlich hier? Das ist dein Ende. Wow! Cordoba. Endlich. Und Scarpetta. Erstmal die hier alle niedermetzeln. Finger weg von Patty. Patty, tu doch was. Ja, wenn ich mich immer um alles alleine kümmern muss. Scarpetta ausbeuten. Goldbrocken und Kugel erhalten. Cordoba haben wir einen Rum erhalten. Ein Amulett. Ein Schnitter. Gibt es sonst doch irgendwie was? Ja, die Fackel, die ich mal wieder hier mitnehme. Und ansonsten gibt es hier ja nichts. Gar nichts. So, hier war ja die Feuerwand. Da kann ja Patty nicht durch. Deswegen gehen wir wieder zurück. Oh, ich hoffe, ich finde den versteckten Eingang. Na? Entweder die Fackel ist ausgegangen. So, jetzt hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier, genau. Entweder die Fackel ist ausgegangen oder... ja, passt schon. Patty? Gut, sie kommt noch mit. Oh. So. Geschafft. Zusammen packen wir das. Was? Boah, bin ich erschrocken. Uiuiuiui. Au, au. Eins, zwei, Schuss. Du aber auch. So, Feuervogel. Feuervogel. Dann speichere ich sicherheitshalber mal. Na? RPG Malka Pirat. Wunderbar. Aua. So. Gut, hier haben wir ja eine Feuerstelle. Da werde ich mal alles an Fleisch und so weiter zubereiten. Rohes Geflügel. Und roher Fisch. So. Eine Kiste, die wir plündern. Ich hoffe, ich pack das gleich. Mhm. Aha. Aha. Easy going. Bloody Mary, Lundenschloss und Fackel nehmen wir gerne mal mit.
Boah, aber hier sieht schon ein bisschen ungemütlich aus. In diesem Tal. Also irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl gerade. Nehmen wir doch aber erstmal den schwarzen Oleander mit. So, wir sind jetzt hier. Da müssen wir irgendwie uns wahrscheinlich hier überall durchkämpfen, bis wir zum Feuertempel gelangen. Jetzt will ich gerade mal gucken. Logbuch. Marachai. Oder Marakai. Ach, der Gierige. Bucht von Marakai. Mhm. Aha. Stahlbarts Artefakte, Garcias Schatz. Ah, okay. Stahlbarts Geist, der Schlaue. Okay. Okay. So. Da wuselt doch was. Termiten. So. 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 Jawohl. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Na? Wo sind die anderen Termite hin? Ich werde mich jetzt erstmal umgucken. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Also hier wachsen irgendwie tote Bäume, kann das sein? Oh, noch ein Termitenkrieger. Na, komm. Jawohl. So und so. Einmal. Zweimal. Ist das eine Truhe? Jawohl. Plündern. Saphir und Goldbrocken. Saphir schreibt man doch normalerweise nur mit einem P, oder? Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. So. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Entwickler bei Risen 2 keine Patches rausgeben. Finde ich ein bisschen schade. So, schauen wir doch mal. Ein Gorilla? Wow! Patty? Boah, was für ein Brocken, hey. Gorilla. Gorillafell und Zähne. Eine Geisterlilie, die ich mal mitnehme. Hier hinten hat's noch Sachen. Was? Wow! Ah! Ah, weg mit dir. Na? Au! Au! So. Aber ich tee. Eine Grabwurzel, die kann ich gut gebrauchen. So. Ich habe hier einen Schatz, den ich erstmal hier ausgrabe. Was ich auch seltsam finde, schaut euch mal die Schaufel an, wenn wir sie reinstechen. Also, da haben sie einen kleinen Fehler gemacht, aber ja. Gerade beim Graben, dass die Schaufel ebenfalls die rote Farbe von dem Teil annimmt. Jetzt aber. Komm schon. Ja, der Schatz im versteckten Tal. Wunderbar. So. Schatz. Öffnen. Gold. Oh, 700 Krone. 900. 1010. 1070 Gold. Aber hallo. So, gibt es hier noch was, bevor ich mich jetzt hier ins Ultimatum wage? Nein. Nope. Niente. Nada. Nothing. Nix. So. Ich denke mal, ich kann jetzt dann mal hier hoch. Okay, okay. Ein paar Gegenstände muss ich ja noch zusammensuchen, finden. Oh, eine verschlossene Truhe. So, jetzt aber. Aha, aha. Nein, 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 nein.
Okay, ist ein bisschen komplexer. Oh, schade. So, dann so. Und jetzt aber. Jawohl, und zack. Geschafft. Muschel, Diamant, Rubin und Gold. Nehmen wir alles nochmal mit. Schauen wir gleich mal nach, was die Muscheln hier so zu bieten haben. Muschel. Da. Hier gibt's nichts zu holen. Schade. Nichts. Wie nichts? Hier gibt's nichts zu holen. Darf nicht wahr sein. Na gut, na gut, na gut, na gut. Jetzt aber rein in... Was? Nein! Selten dämlich. Verdammt! Spielstand LAN habe ich... Oh, ich hoffe. Häufig gespeichern ist sinnvoll, ja. Das ist mir auch klar. Ich hoffe, dass... ich nicht den ganzen Kram wieder zusammensuchen muss. Ah. Weg. Runter von mir. Alter! So, geh doch. Meine Güte, es wird Zeit, dass ich mir mal ein richtiges, brutales Schwert rausklaube. Ja, dann graben wir erstmal den Schatz aus, kennen wir ja schon. Ich kann bloß die Aktion nicht überspringen, deswegen müsst ihr jetzt das mal kurz ansehen. Und ich habe jetzt gerade mal schon kurz die Zeit genutzt, um meine Kehle zu befeuchten. Schwer. Wunderbar. So, schauen wir doch einmal. Na? Schatz, was haben wir nochmal da drin? Ach ja, kennen wir ja schon. Grabwurzel nehmen wir gerne mal mit. So, aber diesmal bin ich ein bisschen schlauer. Aber nur ein bisschen. Genau das meinte ich, nämlich mit den Quick... Move Events oder Quick Move, wie man die nennt. So, wie waren das? So, 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 so und so. Haha. Mitnehmen. Gut, hier gab es ja nichts. Jetzt muss ich nur aufpassen. Was haben wir hier? Schwarze Oleander. Wo soll da eine Falle sein? Die erkenne ich hier ja gar nicht. Speichern. Wow. Phew. So, eine Ratte down. Und die zweite Ratte ist weg. Wunderbar.